die Bühne. Also, es geht los, Freunde. Siegerehrung und Best Posing Award. Classic Physik. Endlich ist es soweit. Wir haben 20 vor 4 ungefähr. Und endlich geht's los. Das Warten hat ein Ende. Wird Wesley der neue Sieger? Arnold Classic Sieger 2024. Erstmal haben wir den Best Posing Award. Letztes Jahr gewonnen. Arnold presented selber den Best Poser. Hatte doch letztes Jahr auch, oder? Ja, doch hat er letztes Jahr auch. Ich sag Wesley, Urs oder Brian gewinnen den Best Posing Award. Einer von den drei. Das ist ein gescheit großer Prügel, gell? Hm? Das ist eine gescheit große Trophäe, glaube ich. Ja. Hat Urs letztes Jahr gewonnen und. Do it now. Urs. Yeah. Ja. Da hat er wenigstens das Ding geholt. Ist doch geil. Wenn er jetzt noch den dritten Platz holt, dann ist alles gut gelaufen für ihn. Was für ein Mann, Schatzi. Alice, was ist los? Der Junge ist doch top. Best Posing Award gewonnen. Holt gleich schon den dritten, dann passt das doch. Der chillt einfach mit Arnold dort. Überleg mal. Aber man sieht, der ist abgefuckt, weil der dachte wirklich, der wird das Ding holen. Oder mindestens der zweite Platz werden. Ne? Sound ist aufs Maximum, Freunde. Das ist der Stream, der so leise ist. Man hört leider nur die Kommentatoren. Der fragt ihn einfach nur, wie hast du, sei doch mal beruhigt bei der Rede und du verschwindest jetzt auch aus dem Chat. Tschüss. Es gibt Leute, die verstehen einfach nicht, dass das hier auf Maximum Sound ist. Man hört nur Alice und Stefan Kienzel laut. Der Rest läuft im Hintergrund ganz leise, Background. Aber der fragt ihn hier wahrscheinlich, wie lange trainierst du schon? Wie lange postest du schon? Wer hat dir das Posing beigebracht? Die Standardfragen, ne? Kevin, ich mache jetzt gar nichts mehr an. Es bleibt alles, wie es ist. Ich werde jetzt hier bloß nichts ändern. Am Ende drücke ich was und wir werden die Siegerehrung verpassen wir dann noch, Alter, bei meinem Glück. Ah, ist das der Sohn? Ist es Christopher? Echt? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sein Sohn. Ich habe keine Ahnung. Echt? Süß. Wahrscheinlich Fanboy von Urs, wenn es der Sohn ist. So. Gratuliere. Award haben wir schon mal. Best genau Posing. Genau das gleiche Ding schon mal zu Hause, gell? Das hat er jetzt zweimal. Obelisk. Es wird wieder eine Kunst, das Ding nach Hause zu bringen. Unversehrt? Ja. Glaube ich auch. So, sechster. So, sechster Platz. Dabul? Ne, fünfter ist der Michael. Damien Patrick, so geht. Oder der Junior hier. Der hier. Ja. Ne, der Pablo Escobar auf Testo. Hat's gepackt. Sechster Platz. Damien Patrick. Congratulations. Urs wurde nicht siebter. Urs hat gerade den Posing Award bekommen. Platz 5 sage ich Dabul. Michael Dabul wird, denke ich, fünfter. Schauen wir, ob das stimmt. Würde ich auch so behaupten. Moin. Kann man schon moin sagen, ne? Wir haben fast 4 Uhr. Ja, Michael Dabul. Jetzt sehen wir entweder Brian oder Urs. Es wird sehr, sehr spannend, Freunde. Ab jetzt wird es wirklich spannend. Ich bin mir schon ein. Ich glaube schon. UK hat er gewonnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. UK war voriges Jahr keine. Ja, ja. Also wenn Urs jetzt den vierten machen sollte, dann ist es wirklich sehr, sehr traurig. So, jetzt ist ein offenes Game. Jetzt kann alles passieren. Ersten vier waren recht gleichwertig. Ich finde, die drei und vier waren gleichwertig. Also
Urs oder Brian. Brian! Und somit haben wir Urs auf Brian, der 3. Wie auf der Olympia. Stramm. Sehr gut. Platz. Aber er ist immer Top 5. Ja, er ist immer Top 5. Immer Top Brian 5. Enttäuscht nicht. Sieht jetzt aber auch nicht so happy aus. Aber er ist ja, enttäuscht. Trotzdem, shout out to him. Mit dem Alter, in der Konstanz, nach so vielen Jahren, dass die Leistung nicht wegdroppt. Er ist ein vergangener Mr. Olympia. Aber bleibt immer Top 5. Es wird jetzt wahrscheinlich Urs werden auf Platz 3. Digga, Hoffmann vergibt echt die Top 3 Medaille. Und Pokal. Deswegen ist Hoffmann ist nicht da. Reißbrummel. David Hoffmann, the Shockwave. Give the third place award to Urs Kalijinski, sage ich. Ja. Da ist er. Starke Leistung von Urs. Wie gesagt, absolut stolz auf ihn. Brutal. Hätte es nicht besser machen können. Und seine Zeit wird noch kommen. Ja. Und also, er ist auf keines Fall schlecht. Gerechtfertigt platziert, finde ich. Wesley war an dem Abend einfach der bessere Athlet. Es ist sein drittes Profijahr. Er ist konstant jedes Mal unter den Top 3, sowohl bei der Olympia als auch bei der Arnolds. Und mehr muss man da dazu gleich gar nicht. Und ich hoffe jetzt einfach nur, wir haben es ja heute Morgen auch verglichen mit Jay, dass Wesley das Ding jetzt holen wird. Ich bin gespannt. Befürchte Wesley auf der 2. Ramon hat mir im Finale jetzt echt, der hat wieder eins draufgelegt. Ja. Der ist halt echt zack. Komm schon, Wesley auf die 1, das wäre geil. Das wäre mal eine komplett neue Überraschung. Wesley vor Urs? Geschmack. Banane gegen Kiwi. Hör mal auf immer mit deinen Früchten. Ja, Banane gegen Kiwi. In Österreich. Wer macht jetzt den ersten? Aber spannend, oder? Oida! Wesley Oida. Hat gewonnen! Oida! Stefan! Oida! Wesley Wissers gewinnt! Oida! Oida! Wesley Wissers gewinnt, Stefan Paco! Stefan hat einen Arnold Classic-Sieger! Paco freut sich! Wesley Wissers hat das Ding geholt für sich! Ramon ist Zweiter! Unglaublich! Sogar Paco hat es aufgesprungen von meinem Klatsch. Warum ist nichts passiert, mein Kleiner? Geh mal auf Gott. Los. Herzlichen Glückwunsch! Und das Stream Stramm. Ist abgekackt. Glückwunsch auch an Stefan Kienzel. Wahnsinn! Wesley Wissers gewinnt die Arnold Classic 2024. Stefan heult, hört man hier im Stream. Stefan ist am Weinen. Euda, man hat nur Euda gehört. Wesley. Euda und dann war er weg. Fucking Wissers. Unglaublich, was Wesley geschieht? Fucking. Er sieht halt eins zu eins aus wie Arnold, war? Ja. Fucking. Geil, Jesus. Verdient. 100% verdient. 100% verdient. Das war jetzt echt die Überraschung des Abends. Oida. 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 Wesley Wissers. Kannst du es nochmal sagen? Wirklich. Wieso sagst du das jetzt? Ganz, ganz krass verdient. Safe. Warum? Wir haben nur seine Arnold Classic Champion, Alter. Dein erster Champion. Jetzt müssen wir beide gerade heulen. Wesley ist the real Bobber. Das ist schon verrückt, oder? Geil. Wir sollten nie wieder Livestream kommentieren. Mein Gucken Sie jetzt noch einmal kurz ich wegen die letzte Pose an von Wesley. Ich hoffe, man hört was. Wesley redet ja immer laut. Ramon ist richtig happy, wa? Man hört nichts, Alter. Ja, es ist Arnold 2.0. Ja. Man hört leider nichts, aber Freunde, ich bedanke ich glaube, mich. Ich kann es selber nicht fassen, gell? Ich bedanke mich zuerst mal an euch, dass ihr bis 4 Uhr durchgehalten habt. Ungefähr, wir sind über 2000 Leute immer noch. Wesley Wissers hat das Ding geholt. Vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns, Freunde. Man hört, man hört, man hört. Okay, sorry, 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 man hört. Wenn man hört, dann halte ich mein Maul. Weil ich höre nichts.
Damit gerechnet hätte ich jetzt echt nicht. Aber ich bin gespannt. Ich höre nichts. Das ist einfach so geil. Stefan, wir lagen gerade auf dem Boden und haben den Stream ausgenockt. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und die haben es angeguckt, das war ein bisschen Verrückte. So, man hört nichts. Ja, aber die Szene rundherum ist echt lustig. Gratulation an Wesley und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei euch, dass wir hier am Start wart, so lange. Wirklich Zuschauerrekord, brutal reinsupportet auch. Ihr findet das Ganze jetzt natürlich morgen, wenn ihr wach werdet, auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch alles noch einmal in Ruhe reinziehen im Nachhinein. Vielen, vielen lieben Dank, Freunde. Ich bin raus. Guckt mal, wie im Arsch ich bin. Ich gehe jetzt schlafen. Danke für den Support, Freunde. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.